Hallo Leute, herzlich willkommen bei Kochlust. Und heute gibt es etwas, das hat sich der Stefan W. gewünscht und das ist... Die Melzers Matrosen. Was ist denn auf mein Arsch da, Herr du Lüstling? Nein, ich habe gleich über deinen Knopf zu machen, so, ja. Das hat mich gestört. Die Melzers weiter? Matrosen. Ja, wie Matrosen, er kocht Matrosen. Willst du erzogen, die Krautflecker, die Matrosen out. Kannibale, wo es Matrosen futtert. Ja, die Krautflecker. Nein, die Krautflecker. Nein, schau, ich hole einen Zungenbrecher. Ja. Krautfleckerln nach Matrosenart. Man soll immer deutlich sprechen, dann passiert es einfach. Und, wie wir es letztes Mal angekündigt, wie ihr seht, der Dunsterzug ist weg. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Platz zum Kochen. Und heute ein bisschen ungewöhnt. Ja, ich habe keine Brille auf, ihr seht. Ja, er weiß nicht, wo er steht. Weil, kannst du mich sehen? Ich habe auch keine Linsen drin, ich sehe ein bisschen weniger. Ja. Das hat folgenden Ding. Ich habe hier ein Licht, das ist ein bisschen dunkel hier und das blendet so in der Brille. Jetzt habe ich sie weggetan. Meine Frau ist mein Auge. Du bist das Auge, ich das Gehirn, okay? Oh mein Gott. So machen wir das. Oh mein Gott, ja, ja. Jetzt müssen wir mal schauen, wie das überhaupt geht. Meine Frau hat mir das Rezept ausgedrückt. Ja. Wir haben das noch nie gekocht. 5-mal ausgedruckt. Ich habe es mir durchgelesen. Schatz, es klingt genial, oder? Wenn man also die Zutaten, Bergkäse, alles drin, was wir brauchen. Eigentlich könnte man alles weglassen und wir essen nur den Bergkäse. Wär schon ein geiles Gericht. Dim Melzers Bergkäse. Aber jetzt fangen wir mal an. Okay, den Weißkohl putzen, das mache ich schon mal. Ja, aber nur 500 Gramm, gell? Ja, dann schneide ich die Zwiebel. So, weil die ich Zwiebel. Muss ja wieder hier weinen. Was tust du denn? Das sind 1000 Gramm. Okay, dann brauche ich einen halben. Ja. Ach so, jetzt habe ich ja mehr Platz. Ich bin so gewohnt, hier mich so reinzuquetschen. Ja. Aber Moment, ich hole ein Schneidbrett. Ich muss sagen, Schatz, den Dim Melzer, hast du den schon mal gesehen? Ja, oder? Den habe ich schon gesehen. Ich habe alle Fernsehköche schon gesehen. Schatz, wir können den Magnet nicht mehr hier aufhängen. Ja. Okay. So. Ja, ich weiß schon, wie der ausgeschaut hat und so, aber ich habe den noch nie geschaut oder gesehen. Wohl, ich schon. Habe jetzt aber fürs Video mal angeschaut auf YouTube, der hat einen Wiener Schnitzel gemacht. Voll cool, der Typ. Hat mir gut gefallen. Echt super. Muss ich mal öfter schauen. Und den Ding habe ich das erste Mal geschaut mit dir jetzt. Wen denn? Den Hänsler. Grill den Hänsler. Das gibt's ja schon ewig. Ich habe es nie geschaut. Mein Bruder hat es mal empfohlen. Und jetzt habe ich es mal angeschaut. Echt cool. Also der Hänsler ist mir sehr sympathisch. Gefällt mir sehr. Und auch der Melzer. Steffen. Na, Tim. Also der Hänsler, ja. Ja. Der andere ist ja, der Tim. Ich schaue ja nicht mehr so. Ja, ich kenne die alle. Von Rach bis... Ja eben, den Rach kenne ich. Ich kenne noch die Alten, weißt du, Oldschoolen. Das Zachal hat da mal angefangen, früher RTL 2, das Zachal und der Jamie Oliver. Die habe ich so geschaut. Und jetzt nur noch den Mike Süße. Und sonst kenne ich die eigentlich nicht so. Ja, da gibt es ja viele. Aber der Dim gefällt mir. Das hat eine coole Art. Also ich habe jetzt auch nur ein Video geschaut, aber das war ganz cool. So. Hey, weißt du, was der ins Wiener Schnitzel hat? Was will denn der da? Mit Sahne. Zwiebel in feine Streifen schneiden. Der hat das mit Sahne paniert. Also das Ei, ins Ei Sahne reingegeben. Das hat irgendwie cool ausgesehen. Ja, hast du mir erzählt. Das werde ich. Habe ich ja schon gesagt? Ja. Ich vergesse ja. Ich bin sehr vergesslich. Ich dachte, du bist das Hirn. Na, weißt du, warum ich vergesslich bin? Schau, passt das. Feine Streifen. Ja, perfekt. Ich bin vergesslich wegen dir, Schatz. Nur wegen dir? Ja, ja. Weil du nicht alles so schnell kapierst, bin ich es gewohnt, ein bisschen öfter zu sagen. Boah! Ja, ich sehe das so, oder? Na, also wirklich. Also bitte, du bist schon mal auf der Leitung. Wann denn? Ja, fast immer. Na, also ich merke mir eigentlich alles. Mir muss man nur was einmal sagen, dann... Aha, okay. Ja, dann schauen wir es uns an. Ja, okay, will jetzt nichts sagen. 2 cm große Stücke schneiden. Aha. Ah, jetzt Hunde denn schon halbiert? Ja, ja, wer ist hier? Ha? Wer? Lebender Beweis, Leute. Feine 390 Streifeln. Naja, 20 da. Aber wo sind 2 cm Streifen? Ja, da wo ich das gelesen habe. 2 cm. Was schaust denn so? Ja, ob du das wohl richtig machst? Ja, klar. Hier.
Ja, klar wohl. Und dann weißt du nicht mal, ob du schon auseinander... Das, glaube ich, ist ja nicht so genau. Das wird ja alles eingekocht. So. Ich verstehe nur nicht, warum man hier Streifel missschneiden. Und jetzt zerfällt das dann eh in 2 cm Streifen. Ja. So, ich koste mal den Kohl. Ja, aber müssen wir das nicht... Na. Schau, da sieht man wieder. Ich mit Liebe schneiden und du hier... Ja, weil ich bin selbst ein Lieber. Hey, und das habe ich gerade jetzt bei den Hänzlern gesehen. Die haben die Kohl gemacht. Und bei Kohl tut man Kümmel drauf. Ja, das ist Salat. Das hat meine Mama früher oft gemacht. Ja, aber das hat einen Grund, wegen dem Magen. Weil der Kohl, da brummelt der ein bisschen und der Kümmel beruhigt. Überhaupt heißt das bei uns Kraut. Weißkraut. Ja, aber ja, ja, es ist schon gut. Ich brauche nur das und ein paar Käse. Ich bin happy. Schatz, wir können essen. Mm. Was machen wir auf den Zwiebel? Saure Wurst. Ja, und jetzt können wir schon eine Pfanne erhitzen. So. Darf ich mal ein Pfannchen holen? Nein, ich muss noch die Zwiebel in feine Scheiben schneiden. Da ist aber ganz schön viel Zwiebel drin, das muss ich auch mal sagen. Ja, aber ich muss mal sagen, ich schneide einen ganzen Kopf Kohl und du hast nicht mal eine Zwiebel geschnitten. Also schön langsam wirst du immer langsamer. Ja? Jetzt tust du mal ein bisschen langsamer. Ja, aber schau, könnt ihr das sehen? Sieht man das auf der Kamera? Hier durch kann man blicken, so schön schneide ich, ja? Und hier mein Mann, zum Vergleich. Ja, ich soll ja 2 cm schneiden. Ja, also bitte, wo hast denn du... Du bist Mann, ich muss hier, ich sehe nicht so gut heute. Ja, schau, 2, ja. Soll ich dir sagen? 1, 2, 3, 4 Esslöffel Öl. Nein, 4 Esslöffel steht da, die 6 Esslöffel brauchst du insgesamt. Zwiebeln und Knoblauch glasig dünsten. Aha. Dünsten? Das Katzenvideo, wie hat der geheißen? Das ist da auch so ein bekannter Deutscher. Der. Die Katzen dünsten. Keine Ahnung, wie der heißt. War der so bekannt? Wie heißt denn der? Der hat ja so einen komischen Namen. Ich weiß es nicht mehr. Der heißt irgendwie nach einem Essen, glaube ich, ist der benannt. Nach einem Essen? Ja, wie heißt der? Vielleicht weiß das jemand von euch. Ja, aber das wird wohl Genürzwiebel sein, oder? Nein, hau nur rein, Zwiebel ist immer gut. Boah, hey. Dieser Typ da, der das Katzendünsten-Video hat. Ich weiß es nicht. Ein deutscher mehr. Komiker. Was denn, Knoblauch auch in Streifen? Ja, musst du lesen? Ja, wenn ich nicht lesen kann. Ja, wegen der Brille, nicht wegen, weil ich es nicht kann. So, das passt schon. So, Knoblauch. Rein damit. Zwiebeln. Ja, aber das reicht jetzt. Rein. Du bist leider zu faul zu schneiden. Na, bin ich nicht. Okay, oft schneidest. Hast du den Knoblauch schon? Ja, alles. Es ist ja alles schon fertig, du. Ja. Du fragst, du bist die Beste, du. Du hast deinen Zwiebel. Ich habe mir schon überlegt, ob ich zwischendurch mal eine Banane esse. So, Knoblauchzehe. Boah, das brennt. So, haben wir schon. Schau, ich habe dir extra Geflügelbrühe gemacht hier. Hast du dir gemacht? Ist das schon abgewogen? Ja. Was tust du denn? Ich liebe Suppe. Ich bin ein voller Suppenfan. Esse aber extrem selten Suppe, muss ich dazu sagen. Ja, so. Aber wenn es sie gibt, bin ich Fan davon, ja? Wenn. Hey, fangst du jetzt auch an? Warum haben Weiber immer das Handy hinten im Arsch? Nein, das tun die Leiber Lido. Ich komme ja erst vom Arbeiten, Schatz. Ja? Ja, ist okay. Beim Arbeiten hast du es im Arsch. Ja, falls du mich anrufst. Paprikapulver, Majoran und Zucker zugeben. Schau, Paprikapulver, Majoran und Zucker. Na, das liebe ich an dir. Du bist immer so schön hergerichtet. Ich muss mich so anstrengen. 2 Teelöffel. Tust du deinen Rest rein? Der Majoran, 2 Teelöffel. Du hast einen Löffel. Sei froh, dass es kein Göffel ist. Was, 2 Teelöffel? Ja. Und 1,5 Teelöffel. Zucker, oder? Ja. Du
schaust so? Ja, ich. Entschuldigung. Dass wir alles falsch machen. Kurz mitdünsten. So. Dann rühren das. Ich glaube, Paprika darf nie zu heiß hoben, ja, der wird bitter. Ja. Das ist gleich wie beim Tomatenmark. Ist mir aber auch noch nie bitter. Ich glaube, meine Zunge hat keine Bitterstopper. Tomatenmark, das wäre kreis. Weißt du, ich esse Grapefruits und ich finde die süß. Ja, ja. Wenn du sie das hat isst, schon eine geile Farbe, oder? Wenn du die Grapefruit so isst, da wieder Homer Simpson. Wann hast du Simpsons geschaut? Ja, da habe ich mal eine gesehen. Genau die mit der Grapefruit, wo er auseinanderschneidet und den Zucker taugt. Ah ja, das kenne ich auch. Das ist cool. Das ist echt cool. Wo haben die das gesehen? Ich glaube, das ist so ein, wie heißt das? Schau, was nehmen? Ist man denn da mit dem Schinken? Erst den Streifen schneiden. So. Jetzt das Süppchen rein. So, fein, jetzt ist es wieder ein bisschen ruhiger. Dieses Rauschen immer in den Mikros. So. Ist mein Mikro überhaupt eingeschaltet oder hast du mich stumm gestellt? Nein, es leuchtet, es leuchtet. Aber deins ist immer leise, aber Lust, du trägst es weiter unten wie ich. Dein Abstand von Mund, du hast so einen langen Hals, weißt du? Bist so eine kleine Giraffe. Ja. 10 bis 15, das ist ja cool. 10 bis 15 Minuten bei starker Hitze schmoren. Schmoren ist doch nicht starke Hitze. Schmoren ist eigentlich wenig Hitze, aber schau, extra den guten können. Schinken gekauft. Schau, extra den guten. Oh, das ist wirklich der gute. Auf den freue ich mich schon. Ich habe extra ein bisschen mehr abgewogen, Leute. Extra, weil ich wusste, dass er muss hier wieder runterfressen. Ja. Deswegen habe ich... Ich habe nicht wie du gerade 3 Wurstsemmeln gearbeitet. 2 Sandwiches habe ich gegessen. Sandwiches, das waren Riesenbaguettes. Ja, ich komme... Entschuldigung, dass ich einen Hunger habe na, nach passt dem eh, Arbeiten. Na, passt eh. Aber es wäre blöd gewesen, jetzt hier gleich ja. kochen. Na, ich nehme lieber, wenn du gegessen hast. Weil wenn du nicht gegessen hast, dann bist du unerträglich. Ja, sonst hätte ich jetzt hier die aber ganze Zeit gefressen. Aber das bin Zeit ich auch. Das sind, glaube ich, alle, oder? Das ist... So, jetzt geh schnell schauen. Wie viele Schau Minuten mal. Wegen der Stopptaste? So. Oh, da haben wir noch reichlich Zeit. Ich drücke trotzdem mal schnell Stopp. Damit das. Und jetzt überhaupt stark gedruckt. Ich habe keine Ahnung, was du machst, wenn du keine Brille auf hast. Ja, jetzt bin ich dumm. Ja, brutal. Und dann sagst du am Anfang des Videos, du wärst das Hirn hier und vergisst alle 2 Sekunden, ja, was du gerade gemacht hast. Ich bin extrem vergesslich, hier gibt's Tür. Das ist nicht mal normal. Also ich bin so vergesslich, das dass ich brutal. Manchmal vergesse, dass ich vergesslich bin. Ja, Gott sei Dank ja. erkennst du mich alle Tage, dass ich deswegen deine Frau sage ich bin. Ja, ich bin nicht vergesslich. Ja, du bist unvergesslich. Ich habe gerade in der Kamera gesehen, die Bananen sehen ganz schön braun aus. Ja. Unser schönes Bananenständerchen. Aber sie sind am besten so, die müssen braun sein. Die gelben Bananen, die sind da ja, umso brauner, umso süßer. Für die Bananenmilch am besten. Am besten. Ja. So wie sie jetzt sind, sollen wir heute Bananenmilch machen. Ja, wir haben ja die Krautfleckerl. Ja, als Nachspeis. Oh ja. Wir machen Bananen. Oh, ich freue mich drauf. Das haben wir alles schon gemacht. Ado, schaut, wir müssen die Lasagneblätter kochen. Nur schon haben nichts geschaut. Ach, Kim, lass mich mal hier. Ich habe uns aber abgewogen. Ja, abgewogen. Und dann, ja, du musst ja eh schmoren. Was willst du? Ja, aber es ist wieder mal typisch. Mach du das mal zu. Immer wenn irgendwas ist, bin ich schuld. Ja, aber eins verstehe ich nicht. Dann schreiben sie immer Rezepte. Dann muss man doch mal das Wichtigste als allererstes schreiben. Und nicht unter Punkt 5 Lasagneblätter zerbrechen. Willst du die zerbrechen? Na, das lasse ich wohl nicht. Lass du mal deinen Zaun aus. Grob zerbrechen. So. Ja, aber das zerbreche ich erst, wenn das kocht, oder? Muss ich hier was? Dann da jetzt reinschmeißen. Mal das auf Bauerstufe. Ja, aber dann schnell. Geht das nicht mehr. Mache ich schon, da habe ich schon eine Lösung, Schatzi. Mach Grob dir keine zerbrechen. Sorgen. Wo haben wir das Schüsselchen? Auf Bauerstufe kocht das schnell. Dann stellen wir das hier hin. Aber wieso hier so Lasagneblätter? Ich zerbreche die. Schau, die halben liegen am Boden. Ja, es steht im Rezept. Also man braucht, wir verlinken euch das Originalrezept von dem Melzer.
wenn man vom Vorlandtag ein paar Nudeln übrig hat, steht einfach nur, eigentlich ist das, glaube ich, ein Resteverwertungsessen, einfach Nudeln nehmen. Hier sind halt der Schönheit halber Blätter genommen. Ist das grob genug? Ist ja viel. Grob ist das doch. So, das ist grob. Das genügt. Duckt euch zu Hause. Die Nudeln kommen. So. Das, na, brutal. Weißt du, wie das ist? Das ist ja wie, wenn man im Kino sitzt. Und das nervt mich. Du bist so spannend und neben dir. Ja, aber echt. Das geht mir auch. Und dann hast du oft nur zwei, da links und rechts eine neben dir im Kino. Und boah, ja, na. Aber letztens hat man im Kino, da hat er immer getan. Hat einer so geschnarcht. Das war cool. Gott sei Dank warst du da. Neben mir. Oh Gott, das so war gut. Ich dachte mir immer, oh mein Gott, ich würde durchdrehen. Neben mir, fahr mal wieder. Oh mein Gott, ja. Das schaut schon richtig super aus. So, also jetzt haben wir mal Butter bei den Fischen. Also wir machen ja keine Fische. Was ist du mit dem Käse? Schinken? Ja, mal ein kleiner Streisen. Blick von oben, ja. Chucky Chuck. Chucky Chuck. Habt ihr schon mal einen Affenarsch gesehen? Raspeln hier, raspeln. Und hier ist der Schinken. Und hier die Lasagneblätter. So. Riech mal. Der ist echt nur von Andreas Hofers Zeiten. Der wäre gut. So, Andreas Hofers Bergkäse. Ja, das ist so. Der ist einfach gut, wenn er ein bisschen riecht. Also er nicht jetzt riecht, einfach einen starken Geruch hat. So, aber der ist für einen Bergkäse relativ... Bergkäse ist doch sonst steinhart, das ist ein bisschen leider. Ja, aber das ist der... Ich habe den hergenommen, was mit dem Datum am ehesten. Okay, passt. Okay, ich gehe mal dabei ein bisschen weiterlesen. Da. Was händ jetzt 100? So, oder? Mal schauen. Das ist ruckzuck gemacht jetzt. So. Tja, gut, dass ich gelesen habe. Schaut, wir brauchen einen Ofen. Mit 220 Grad. Ja. Passt. Schalten wir mal auf. Passt. Boah, der ist echt, hey. Also, wenn du den mal vergisst irgendwo, dann müssen sie das Bio-Kommando holen. Warum? Groß genug. Dass das nicht schon kocht, wundert mich. Ja, ich habe jetzt kaltes Wasser reingeschüttet. Na, die haben Sonnen, halt Kürbiskerne. Sehr zu empfehlen. Ich knusper die immer gern, manchmal. Ein feiner Snack. So. Schau, du batzt mir hier mal alles an. Was batze ich dann schon wieder an? Ja, raspeln. Das brauchen wir immer grob, oder? Das wird eh da drüber geschmolzen. Ja, das wird drüber geschmolzen. Oder soll ich's? Na, glaube ich, schaffst es dazu. Ich darf es grob machen, das ist ja nur. Ja, was denn nicht wohl? Ja, das passt schon. So, jetzt kocht das Wasser. Ich höre das immer am Geräusch. Moment. Ah, mein Finger. Nein. Es kocht auf. Und es blubbert. So. So, deine Lasagneblätter. Hier, schau. Schwubidiwupp. Ach. Zwischen willst du machen, ne? 5 bis 8 Minuten garen. Ja, die garen dann ja im Ofen weiter. Und dann haben wir das eigentlich schon. Die werden dann abgetropft. Und dann kommt das alles hier rein. Chucky, Kraut, den Ofenkäse drüber. Und dann lassen wir es 10 Minuten. Hey, aber ist das Kraut in 10 Minuten fertig? Ja, wird wohl so sein. Ja, es kommt ja noch in den Ofen, oder? Und dann aufmachen, Käse raspeln, über die Kohlmischung geben. Na, warte, da müssen wir was machen. Schaut, ich sollte den Kohl untermischen beim Kochen. Ich habe mir ja nur gedacht. Haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Also das ist der Nachteil ohne Brille. So, da fehlen uns jetzt 8 Minuten Garzeit vom Kohl.
Ja, es müssen eh auch die Nudeln. Es passt schon. Nicht verzagen. Ich hab's mir doch fast gedacht, weil Kohl muss ja ein bisschen, dass der weich wird. Na, habe ich jetzt verlesen. Also. Na, ich hol mir jetzt meine Brille. Ja, hol dir mal eine Brille, Herr Professor. Kochprofessor. Aufkochen. Kohl untermischen. Pfeffern und salzen. Passt und der auch dann 10 bis 15 Minuten. Schau. Okay, passt. So gescheit. Wie früher die Professoren. Aber mich anjammer, weil ich den Zwiebel so langsam schneide. In dieser Zeit hättest du das lesen können. Du hättest ja wohl auch lesen können. Ja, ich habe das damals gelesen, wie viele Zutaten das Kunde auswendig gesogen hat. Salz, Pfeffer, 6 Esslöffel Öl. Das ja, aber hey, hast du dich nicht gewundert, wo kommt denn das Pfeffer hin? Warum ist denn das da so grob? Das ja, weil du so geschnitten hast. Ja, das ist schon alles ein bisschen grob geschnitten, muss ich sagen. Nicht so wie hier auf der feinen Seite des Lebens. Ja, schaut, das ist Matrosen. Die sind auf dem Schiff, das sind harte Leute, harte Männer. Und nicht nur solche pinkeligen, keine also Ahnung, also die Matrosen Anzugträger. Von heute sind Anzugträger mit Cappy. Ja, aber das sind ja die heutigen Matrosen machen ja Werbung für Jean-Paul Gaultier. Da schaue ich mal so ein Matrösli. Matrösli? Schauen wir nochmal nach. So. Jetzt habe ich mir erstmal alles in Ruhe durchgelesen. Und es ist kein Problem, wir sind jetzt fertig. Wir brauchen nur mal den Schinken anbraten. Ja, das habe ich ja schon vorbereitet. Ja, dann kannst du den schon mal anbraten mit den restlichen 2 Löffeln Öl. Und den Kohl, den lassen wir dann einfach noch mal ein bisschen länger. Und dann kommt das noch in die Auflaufform. Da brauchst du noch mal Pfannen für den Timmy. Das ist ein Gericht, wo wir Pfannen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist. Das sind die ist. Fernsehköche, die müssen nicht mal den ganzen Herd voll Pfannen haben. Ja, die müssen ja nicht selbst zusammenrollen. Ja, ja, deswegen aber echt hier. Können die das schon. Aber den Schinken müsste man jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt anbraten. Wohl, ist ja knusprig. Ja, sicher. Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knuspert an einem Häuschen? Oh. Kennst du das Märchen? Natürlich kenne ich das. Hänsel und Gretel, Teil 2. Was, Teil 2? Ja, der erste Teil ist, wie sie in den Wald gehen und sich verlaufen. Was ist schon mit dir? Das ja, und im zweiten Teil haben sie dann bei der Hexe. Das ist ein Märchen, Schatz. Du gibst nicht 2 Teile. In was für welcher Welt lebst du? Ich habe es als Roman gelesen, da gibt es 3 Akte. Ja, 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 3 Akte, was du etwa gelesen hast hier. Ja, ja, da gab es auch einen Akt, was ich so gern lese. Aber in der Nackt sind die meistens nackt. Falls ihr übrigens was Gutes lesen wollt, lest mein Buch. Ich habe gehört, das hat noch nicht jeder Mensch der Welt gelesen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link, ein von mir geschriebenes Buch. Und dass ich sage, es ist gut, ist klar. Ich habe es ja geschrieben, ich muss es so sagen. Wir fragen mal einen unparteiischen Mensch. Unparteiischen. Nein, es ist wirklich cool. Ja. Und ich glaube, meine Frau würde als erstes sagen, es ist scheiße. Ja. Nur mir als Reiz. Aber das Ende war ein bisschen schnell vorbei. Aber es ist gut, gell? Ja, scheiße, rühr mal um den Hund von Rira. Ja. So, man hat hier keinen Platz. Schatz, wir brauchen einen größeren Herd. Moment, ich mach noch mal kurz einen Stopp. Brauchen wir einen größeren Herd und mehr Pfannen. Ah, der Herd ist doch schon riesig, aber heute schaust du da wirklich aus, oder? Es wird Zeit, dass du mal zusammenräumst. Sag jetzt nichts. Ich denk's mir lieber. Sonst heißt's wieder, ich bin so frech zu dir. Du bist die Netteste der Welt. So, das hast du aber fein gesagt. Ha? Was ist das? Da tun wir nochmal 3 Minuten auf. Schau, Kohl hüpft schon entgegen hier. Ich gieße schnell die Dinge ab, wie gesagt. Zum Nudeln abgießen, da braucht ihr kein Sieb, spart ihr Geschirr, einfach Deckel drauf, Hangerl drüber ja. Und abgießen. Das kann meine Frau bis heute noch nicht. Wohl, ich kann's schon, aber die Töpfe da, die... Nö, du verbrennst dich da immer. Ja, aber die Töpfe mag ich nicht. Tut mir leid.
Ah, scheiße, ich kann es gerade auch nicht. Ja. Ja, weil die Lasagneblätter so dünn sind. Ja, ja. Ah, scheiß aber drauf. Ich hole jetzt ein Sieb. Ja, ja, ja. Aber zuerst mal über das Frauchen schimpfen und dann selbst nicht besser. Hey, so. Hast du doch verschiedene Lasagneblätter genommen. Ja, es ist ja gestanden. Aufbrauchen. Ja, weil die haben verschiedene Farben. Ja? Die anderen sind ja gelb. Ich zeig das mal hier. Reicht das? Ein Foto? Soll ich hier mal abschalten? Ha? So. Dass die verschiedene Farben haben. Ja, ja, das reicht schon. Dann schalten wir jetzt ab. So. Käschen. Und dann haben wir es jetzt. Ups, da müssen wir nichts draufstellen. So, Auflaufform. Mir gefällt euch übrigens unser neuer Dunstabzug. Ja, haben wir ja schon gesagt. Ja, denn, ihr seht ihn nicht, er ist aber hier. Glaubt ihr es uns nicht? Moment. Volle Stufe, dass man es hört, oder? So, Jung, du meinst, du schaltest jetzt das Licht ein. Das Licht ist so scheiße. Es ist ja totaler scheiß billiges Kraffel. Aber war günstig und Hauptsache ist ein Dunstabzug. Ich will eh keinen. Aber es ist halt einer hier. So. Ich schicke euch aber noch nie. Irgendwann machen wir mal eine Live-Tour in der Küche und dann zeigen wir hier ein Foto. Live, das ist eine Überraschung. Live-Tour. So. Ich muss hier schnell ein bisschen zurückräumen, sonst schimpft mein Mann wieder hier. Wir werden ein Foto zeigen, wie die Küche jetzt aussieht, mit einem neuen Dunstabzug, wie man es sieht. Wir werden mal ein Ding deutlich machen, ein Fragen- und Antworten-Video. Dazu bitte ein paar Fragen, falls ihr Fragen habt, machen wir ein paar Antworten-Video und dabei wird der Dunstabzug gezeigt. Und ich lese nochmal. So, also wir haben es jetzt gelesen, es ist ganz einfach. Jetzt wird alles zusammengemischt, Schatz. Ja. Ja, also wir müssen vorstellen, wir sind die Matrosen auf dem Schiff und jetzt kommt das Wasser und es schwappelt. Schwelle! Ist das so rein? Ja, so ist wahrscheinlich entstanden das Gericht. Ein Portal! Ein Portal! Irgendwoher muss der Name kommen. Ja, ja. So. Ja, alles rein, alles rupper. So, ein bisschen ummarieren. Ja, das machst du gern, gell? Hier ein bisschen rumsudeln. Rühre, rühre. Die Nudeln gleich auseinander, die bicken sich zusammen. Schamelone. Immer wenn ich so tue, dann fühle ich mich wie so eine italienische Mama. Die tun ja auch immer so, oder? So mit dem Salato. Mit dieser Bewegung am Herd. Jetzt ist mir die Nudel hier drauf getupft. So. So. Ich glaube, es ist gut verrührt, oder? Was sagst du? Ja, ja. Na, eigentlich sehr lass gut. Lass mich so, auch ja mal italienische Mama ja sein. Oh, Sole so hast du gemacht, schau. So. Nein, ich habe es ein bisschen eleganter gemacht, aber ist schon gut. Passt schon. So. Da kennt man nicht, ist das jetzt ein Kohl oder ist das ein Lasagneblatt? Na, der Kohl ist perfekt. So. Habe ich gut gemacht. Alles hier rein. Auch schon eine gute Würzung, ja? Ja. Und jetzt kannst du bitte den Käse so drüber schütten, während ich das filme. Edward mit den Scherenhänden. Ja, Edward stimmt. So. Nein, du bist kein Edward. Moment, ich muss es von hier irgendwie, sonst ist es immer so. Ja. Ein bisschen wenig Käse, oder? Also wenn du eine Frau Holle wärst, dann würde es nicht viel schneiden. Ja, Gott sei Dank. Na, da hätten die Skifahrer keine Freude mit dir als Frau Holle. Da ja könnte man höchstens ein bisschen, keine Ahnung. Ja, es ist ja kein Obergericht. Wir halten uns, die Melzer ja weiß, glaube ich, schon, um was es geht. Was er tut. 10 Minuten in den Ofen und fertig ist der Hut. In diesem Fall der Matrosenhut. Wir stellen ihn 10 Minuten ein.
Ich schalte aber die Kamera aus, meine Frau räumt zusammen und dann gehen wir verkosten in 10 Minuten, ja? Was ist mit den Kürbiskernen? Ah, shit, die Kürbiskerne! Ja, gut, dass du aufdenkst. Wir haben die Kürbiskerne vergessen. Wie viel denn? Ich weiß es nicht. Ja, les mal. 2 Esslöffel. Kommen die da oben drauf? Ja, die kommen da oben so drüber. So. So. Also die Matrosen hatten auch Kürbisse am Schiff. Natürlich, ist ja ewig haltbar, Kürbiskern. Ja, ja, ist da klar. Greift das jetzt zu tun? Sonst gibt es hier wieder Schreiattacke. Es geht gerade so. Geht schon. So, 10 Minuten. Bis in 10 Minuten. Hast du noch was vergessen? Nein. Okay, passt. Ah, ich hätte mich daran erinnert. Ach so, ja, genau. So, die 10 Minuten sind um. Meine Frau hat genug getrunken. Ich habe gerade alles rechtzeitig aufgeräumt. Warte, ich tue dir hier mal ein Brettchen her. Ausschauen tut das schon einmal geil. Richtig, richtig schön. Einen Teller brauchen wir noch. Einen Teller? Ich glaube früher, schaut's auf dem Schiff, der Captain hatte immer meist so einen Papagei auf der Schulter. Und der hat dann den Papagei geliebt und zum Koch immer gesagt, bitteschön, tu mir für meinen Papagei ein paar Kürbiskerne rauf. Du hast zu viel Piratenfilme gesehen. Ja, aber kann ja so sein, oder? Ja, ja. So. Ja, schöpf du. Komm, du bist die Anrichte-Profi. Mhm. Ja, weil du vergessen hättest, wieder einen Handschuh anzuziehen. Na, also bitte! Für das Foto ein bisschen Deko. Das kann man nicht schön unrichten. Naja, das weiß ich, deswegen habe ich dich gelassen. Ja, das ist ja einfach. So, naja, ein bisschen schöner könnte man es vielleicht. Weißt du was? Ich hau das jetzt oft um die Ohren. Ja, aber du duschst da. Ja, auf dir selber. Schau. Du, brenn die. Greif nur. Ich greife da nicht mehr. Schau, ich mache hier einen Stecher. Ja. Und dann einfach lockerlässig. Schau. Ja. Siehst du? Hm, sehr schön. Lockerlässig. So, jetzt lass mal ein Vorschaufoto machen. So, jetzt ist es soweit, jetzt verkuscht man das Ganze. Wir haben noch ein Foto gemacht. Außerdem, wie gesagt, tut es super. Tut es richtig, richtig lecker. Schau, wir haben da noch Kürbiskernöl zum Anrichten. Du brauchst das, oder? Ja, ist halt gestanden, aber lass uns. Nee, weil das ist schon lange offen. Und ich glaube, Kürbiskernöl, ich habe mal erst gegessen, was schon lange offen war, die laufen recht schnell ab. So, zum Kosten tun wir die Tomaten mal weg. Die müssen wir ja nicht hier haben. Haben wir fürs Vorschaufoto. So. Ich hau mir hier mal Lasagneblatt, Kohl, Kürbis, alles rauf. Da würde man am liebsten sofort in den See stechen, oder? Und Papa, der Trottel, hat immer nur Spinat gegessen. Ich meine, ich liebe Spinat. Aber lieber esse ich das. Unglaublich gut. Es passt einfach, gell? Mhm. Geschmack, Gewürz, Nudeln, Kraut, alles super. Ein bisschen Käse, Schinken. Boah, das so will man auch vielleicht essen. Das ist ein super Gericht. Ich esse das zum ersten Mal so. Jetzt müssen wir uns gleich zweimal bedanken. Einmal bei dem Melzer und? Dem Melzer, danke. Gut gemacht, dem. Und einmal beim Stefan, dass er uns auf dieses Rezept gebracht hat. Er hat gesagt, probiert das mal aus. Danke. Ein super Gericht. Falls irgendjemand noch ein gutes Gericht zum Vorschlagen hat, sehr gerne. Aber bitte in größerer Schrift, damit es auch mein Schatz lesen kann. Naja. Immer auf die See schwachen. Mmh, voll gut. Sehr lecker. Das war's, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Schiff ahoi, tschüss. Schiff ahoi. Sagt man das auf Schiff, Schatz? Keine Ahnung. Und was sagt man denn? Na, See ahoi. Schiff ahoi. Ahoi. Ja, ahoi sagst du, wenn ein Schiff kommt.
Ich glaube, du sagst gut See oder gut Wind. Wow, das ist tolle Wörter. So. Wow, ich liebe das. Ich bin faul. Hey, du hast auch schon zwei Wurstzähne gegessen. Ja, ich habe noch einen Hunger gehabt, sorry. Ich bin ja voll, bleibt mehr für mich. Ja. Eine geniale Würzung ist das, gell? Mhm. Die Mahlzeit tut ja irgendwo bei Kitchen Impossible mit. Ach so? Was machen sie so? Ja, da zwei Köche und der eine schickt den einen noch ein Bild an Ort und dann kocht da einer etwas und so, müssen das auf den Das ist doch mit den Hänsler, oder? Das haben wir mal vorher schon gesehen, er ja, und der Hänsler. Nein, er und, ja, das letzte Mal war ein anderer, ich weiß nicht. Ach so, ist da ein anderer. Okay. So. Ja, müssen wir mal umschauen, den Ding. Ja, das Schnitzelvideo hat man schon getaucht, da sage ich auch. Aber da ist ja noch ein Jünger. Ich glaube, das ist schon ein altes Video. So. Das Feine ist, das ist jetzt so übertrieben heiß, obwohl es aus dem Ofen kommt. Ja. Hey, gell? Ich habe die Kuchen schon geputzt. Das stimmt. Hast du schön geputzt? Ja.